Ich werde mich 5 Tage lang nur von Supermarktresten ernähren. Etwa 290.000 Tonnen Lebensmittel werden von deutschen Supermärkten jährlich entsorgt. Um dem entgegenzuwirken, haben einige Supermärkte Möglichkeiten etabliert, um ihre Lebensmittelreste günstiger zu erwerben. Und es gibt einige Menschen, die den etwas illegaleren Weg nehmen, das Containern. Ich teste die ganzen Methoden für euch und zeige euch, ob das Ganze funktionieren kann. Oh! Ja? Oh mein Gott, es ist so eine große Tüte und ich habe schon Ramen drin gesehen. What the fuck? Oh mein Gott, es fühlt sich so illegal an, was es ja auch ist. Hallo Leute, hier ist Hazel und willkommen zu einem neuen Video. Ich habe ja schon mal einen Tag lang getestet, ob ich mit Lebensmittelresten von Restaurants überleben kann. Und heute gehen wir nochmal einen krasseren Schritt. Wir erhöhen das auf 5 Tage und ich versuche nur von Supermarktresten zu leben. Ihr habt es sicherlich auch schon bemerkt, im Supermarkt wird gerade alles teurer, Lebensmittel werden aber immer noch verschwendet. Deswegen versuche ich in diesem Video die ganzen Möglichkeiten zu testen, die wir haben, um Lebensmittelreste aus Supermärkten zu retten. Und zeige euch, ob das günstig ist, ob das gut schmeckt und wie das Ganze funktioniert. Wenn euch diese Videoidee jetzt schon gefällt, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Vergesst auch nicht, diesen Kanal zu abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und dann würde ich sagen, starten wir mit Tag 1. Bei Lidl habe ich tatsächlich schon ein paar Mal Rettertüten gesehen. Letztes Jahr haben die das gelauncht. Und ich wollte das schon letztes Jahr drehen eigentlich. Also Rettertüten gibt es heute nicht mehr, aber das ist ja auch ein gutes Zeichen. Wir sind jetzt schon bei unserem zweiten Lidl und hoffen, dass wir noch eine Rettertüte finden können. Und es ist auch wieder nur Brot, kein Obst und Gemüse. Aber ich nehme das jetzt einfach mit. So, was wir heute auf jeden Fall gelernt haben, ist, Rettertüten sind sehr beliebt, gehen schnell weg und sie sind weg. Deswegen müssen wir morgen noch mal früher dahin. Es ist gerade kurz vor Mittag und ich werde wohl heute nur Brot essen. 5 Brötchen für 1,20 Euro. So, und wie ihr wisst, habe ich ja schon Hunger, weil es ist ja kurz vor Mittag. Und ich teste jetzt mal das Brot, ob das überhaupt gut ist. Hier steht nämlich drauf, kurze Haltbarkeit, rette mich. Es fühlt sich schon nicht mehr so knusprig an. Es schmeckt nicht mehr so gut. Es schmeckt so wie fertiges Brot, was ihr in der Plastiktüte kauft und nicht, was ihr frisch von der Theke mitnimmt. Ist okay, aber ich muss mir zu Hause für mein zweites Brot auf jeden Fall überlegen, wie ich das wieder frisch bekomme, knusprig und geschmackvoll. So, jetzt gibt es mein zweites Brot. Ich habe natürlich noch nach Hacks recherchiert und theoretisch habe ich ja ein relativ frisches Brot. Es ist noch nicht hart. Also ich muss es nicht wieder weich machen, sondern ich muss es eher wieder knusprig kriegen, so frisch aufgebacken. Deswegen verwende ich nicht den Wasser- und Alu-Trick, sondern ich mache es einfach in den Backofen. Und ich war heute tatsächlich noch unterwegs und habe einige Supermärkte abgeklappert, nichts gefunden, unter anderem Edeka. Die haben Rettertüten, aber nicht in jeder Filiale, weil ihr kennt ja Edeka, da steht immer so ein Nachname daneben. Das wird immer von Einzelunternehmen betrieben und da haben die ihre individuellen Richtlinien und in Berlin gibt es auf jeden Fall keine Rettertüten. Ich habe aber eine Lösung gefunden für den Abend. Bleibt gespannt, was ich dort machen werde. So, hier ist unser Brot. So hört sich hartes Brot an. Ah, es fühlt sich schon mal besser an und es kommt sogar noch Dampf raus. Schmeckt schon viel besser als ungebacken. Und da ich ja schon eine Lösung für heute Abend gefunden habe, werde ich die restlichen 3 Brötchen schon mal in die Tiefkühltruhe stecken. Weil es hat ja eine kurze Haltbarkeit, aber ich weiß, dass man das, wenn man das in die Tiefkühltruhe macht, noch länger halten kann. In meinem letzten Reste-Video von vor einem Jahr hatte ich ja mehr Fokus so auf Restaurants. In diesem Video möchte ich mich mehr so auf Supermärkte konzentrieren. Und meine Notlösung ist jetzt mal wieder auf Too Good To Go zu schauen. Und ich habe dort etwas gefunden, und zwar Rewe To Go. Und da kann ich noch 20 bis 20.30 Uhr was abholen. Es ist sogar ein Abendangebot. Also es ist jetzt kein Backwaren oder Obst- und Gemüsetüte, sondern Abendangebot. Ich bin deswegen schon mal gespannt, was es gibt. Ich hoffe, nicht nur Brot. Ist jetzt nicht der klassischste Supermarkt, aber Rewe bietet halt keine Rettertüten an. Deswegen gehe ich zu Rewe To Go. Das Rewe To Go ist übrigens an einer Tankstelle. Machen wir uns mal auf den Weg, bevor es anfängt zu regnen. Heute muss ich doch nicht mehr hungern, oder? Geschmacklose Sachen essen. Ich weiß noch nicht ganz genau, was drin ist, aber es sieht aus wie belegte Sachen. So, das sieht zwar nach viel aus, aber es sieht auch wieder nach Backwaren aus. Und ich hoffe, sie sind ein bisschen belegt. Was kriegt man so an einem Tankstellen-Supermarkt?
Croissant. Oh, aber es ist so ein Marzipan-Croissant, so mit Nüssen und so. Oder ist es Käse? Noch ein Croissant mit einem sehr harten Würstchen. Laugenstange mit Schinken. Und ein Brötchen mit Bulette. Das ist tatsächlich ein bisschen enttäuschend, weil ich esse davon nichts außer das Croissant. Vielleicht hat Dirk ja noch Hunger auf das Bulettenbrötchen, aber ich glaube, das muss ich morgen meinen Eltern geben. Das ist halt wirklich blöd, dass man nicht weiß, was einen genau so erwartet. Ja gut. Mmh. Oh, ich hatte recht, Leute. Das ist Marzipan. Schmeckt gleich süßlich. Und damit ist es das Beste, was ich heute gegessen habe. Ich hoffe aber, es wird morgen besser. Wir haben ja aus unseren Fehlern gelernt. Ich werde direkt vor Eröffnung vor dem Lidl stehen und uns eine Rettertüte holen. Also wer jetzt hier kein Marzipan mag, hätte ja auch die Arschkarte gezogen. Schmeckt eigentlich alles. Also zumindest das. Okay Leute, es ist jetzt mittlerweile der nächste Tag. Es ist sehr, sehr früh. Viel zu früh, um rauszugehen. Aber ich mache das jetzt, weil ich will unbedingt vor Eröffnung da sein und eine Rettertüte kriegen. Let's go. Ich trage sogar noch meine Schlafhose. What the fuck? Oh mein Gott, ich habe endlich die Rettertüte und es war tatsächlich eine kleine Tortur, weil ich war ja genau 7 Uhr morgens dann. Habe ich die Mitarbeiter gefragt und die meinten, wir arbeiten noch daran. Das dauert. Und ich habe gefragt, wie lange? Wissen wir nicht. Also es kann wirklich in jeder Filiale unterschiedlich sein, dass die erst 9 Uhr fertig sind mit dem Packen oder auch erst 11 Uhr. Und ja, deswegen musste ich warten, aber es war mir irgendwie ein bisschen zu unangenehm. Deswegen bin ich zu einem anderen Lidl dann noch gegangen und habe es gefunden. Nur 3 Euro. Es war jetzt nicht so eine krasse Überraschung, weil man konnte reingucken. Aber so wie ich es gesehen habe, war alles sehr verteilt. Überall war immer so ein bisschen das Gleiche drin. Auf den ersten Blick würde ich gar nicht so erkennen, warum das jetzt in der Rettertüte war, weil es sieht alles noch ganz gut aus. Das Obst ein bisschen schlechter als das Gemüse. Deswegen werde ich, glaube ich, mit Obstsalat starten. Voll krass, dass hier einfach eine Kaki drin ist. Ein Apfel, 2 Äpfel. Sogar eine Zitrone, oh mein Gott. Nice. Ich habe sogar noch 3 Kiwis. Ich dachte die ganze Zeit, das wären Kartoffeln. Aber hier sieht man zum Beispiel, dass die sehr starke Druckstellen haben. Deswegen esse ich das mal sofort. Freue mich auf die Vitamine. Hier beim Apfel muss ich auch aufpassen, dass ich so braune Stellen rausschneide. Aber ansonsten ist alles gut. Und eher so Druckstellen. Dazu presse ich mir jetzt noch einen Orangensaft. Cheers. Oh mein Gott, es ist so schön süß und ich spüre direkt die ganzen Vitamine sich in meinem Blut verteilen. Okay, nicht so krass, aber ja, sehr, sehr lecker. Und dann haben wir hier noch einen sehr großen Obstsalat. Die Kaki ist zum Glück sehr gut. Die hat nämlich so braune Stellen und ich hatte Angst, dass sie irgendwie so an den Zehen kleben bleibt. Manchmal sind Kakis einfach so, aber die ist gut. Kiwi mit Druckstelle. Wow, diese Kiwi ist sogar noch sauer. Also eigentlich ist sie noch gar nicht richtig reif, aber wegen der Druckstelle schon aussortiert worden. Apfel leider schon etwas mehlig. Naja gut, egal. So, ich dachte mir jetzt, dass ich mir wieder ein Brot nehme. Leider gab es bei den Rettertüten nie Mettwurst, sonst hätte ich mir natürlich einen Mettigel gebastelt. Aber es gab eine rote Paprika, zum Glück. Die konnte ich auch sehen bei der Rettertüte. Es gab nämlich ein paar Rettertüten mit grüner Paprika und ich habe wenigstens die nehmen können, wo ich weiß, dass ich das esse. Und die sieht übrigens sehr gut aus. So, der Nachteil bei diesen ganzen Rettertüten ist natürlich, dass selten bzw. nie so Öle drin sind oder Butter oder Nudeln. Deswegen haben wir hier Brot mit Paprika. Mit Zitronenwasser. Auch wenn das jetzt nicht so appetitlich aussieht, es schmeckt schon 10-mal besser als gestern, als wir nur das Brot hatten. Die Paprika ist auch richtig, richtig gut. Sie schmeckt eigentlich makellos. Ich mache mir gerade mein Abendessen und zwar koche ich Kartoffeln. Mal ein paar Kohlenhydrate, obwohl das Brot ja auch genug Kohlenhydrate war. Also mit Schale würde ich hier nichts essen. Es ist schon leicht grün bei einigen Stellen. Aber wenn ich dick genug schäle, geht das eigentlich alles. So, ohne weitere Zutaten zu kochen, ist schon echt hart. Weil man könnte die Kartoffeln ja so viel geiler machen. Schon nur ein bisschen Öl. So,
guten Appetit. Ich weiß, das sieht sehr traurig aus, aber ich habe lange nicht mehr Kartoffeln gegessen. Vielleicht erfreut es mich ja. Ist schon sehr eintöniges Essen, aber bleibt gespannt auf morgen. Da werden wir was anderes ausprobieren. Ey, auch schon nur so ein bisschen Salz würde mich extrem glücklich machen hier. Aber stell mir einfach vor, es wäre salzig. Und ich werde heute noch das Obst essen, was, glaube ich, nicht mehr so lange hält. Also was ich heute auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich wenigstens nicht super hungrig bin. Im Gegenteil, ich bin super satt. Und ich fand die Lidl-Rettertüte tatsächlich ziemlich nice. Da waren sehr gute Sachen mit dabei. Also wenn man mal gar kein Gemüse oder Obst mehr im Kühlschrank oder zu Hause hat, dann lohnt sich so eine Rettertüte, weil man verbraucht das ja sehr schnell. Okay, Leute, willkommen zum nächsten Morgen. Ich habe zum Glück gestern Abend noch mal was richtig Cooles gefunden in meiner App. Und zum Glück können wir dort schon sehr früh abholen. Also, let's go. Hier war ich schon mal Reste holen in einem Video von vor circa einem Jahr. Ich habe mich daran erinnert und dachte mir, ja, lass uns hier die Reste von dem guten Asian Stuff holen und vielleicht noch die Sachen retten, die wir zu Hause haben. Und letztes Mal hatten wir auch richtig gutes Zeug bekommen, worauf ich auch voll Lust hätte jetzt nach den zwei Tagen. Ich hätte jetzt richtig Bock auf Instant-Ramen. Bitte, bitte. Hi, ich wollte eine Tüte abholen. Ja, Dankeschön. Oh mein Gott, es ist so eine große Tüte und ich habe schon Ramen drin gesehen. Also auch eine andere Retterin hat vor mir eine Tüte geholt und da war ich schon richtig geflasht, wie viel drin war. Okay, Leute, ich glaube, jetzt sind wir alle gespannt, was ist in dieser Tüte drin. Schon mal eine riesige Flasche Sriracha. Das wird auf jeden Fall Geschmack in unser Essen reinbringen. Und wie ich schon angekündigt habe, Instant-Nudeln und zwar Instant Vermicelli Spicy Hot. Eine ganze Packung. Nice! Hier ist noch so veganer Tofu-Snack. Paniermehl haben wir auch noch. Oh mein Gott, ich glaube, damit können wir richtig coole Sachen machen. Taro-Mochis! Nice! Und Indomie, die besten Nudeln, die es gibt. Ich glaube, heute kommen wir sehr, sehr gut durch mit dem ganzen Essen. Und ich starte den Tag mit den Indomie Migoreng-Nudeln. Die muss ich einfach hier in Wasser kochen. Und während ich warte, dass das Wasser kocht, öffne ich mal diesen Tofu-Snack hier. Ich meine, wie wild ist das mit dem Idol hier wahrscheinlich? Ich schaue noch mal kurz aufs Ablaufdatum, 2.11. Geht klar, hoffentlich keine Bauchschmerzen. Ich habe sowas Ähnliches auf jeden Fall schon mal gegessen. Die Nudeln sind fertig und sie kommen jetzt in eine Schüssel. Und die Gewürze werden jetzt einfach reingemischt. Und ich freue mich schon so drauf, auf diesen Geschmack. Nach den letzten Tagen ist es definitiv was anderes. Ey, und während ich hier stehe, sabber ich eigentlich schon, weil es riecht sehr gut. Mein Mund ist bereit dafür. Sieht auf den ersten Blick gar nicht mal so appetitlich aus, aber es wird schon schmecken. Zuerst zu dem, was wir auf jeden Fall schon kennen. Und viele von euch mögen Indomie ja richtig krass. Also ihr empfehlt mir das immer so oft. Und ich kann es auch nur zurückempfehlen. So lecker, so schön ölig und viele Geschmacksträger hier drin. Und schön viele E-Stoffe, so wie ich das mag. Kommen wir zum Tofu-Snack. Das ist immer so etwas Abschreckendes, finde ich. Das ist so die Abteilung, die ich vermeide, weil es sieht einfach weird aus, wenn wir mal ehrlich sind. Es schmeckt ähnlich wie Mapo-Tofu, also diese chinesischen Gewürze mit Sichuan-Pfeffer. Ja, danach schmeckt es sehr stark. Es ist ganz interessant, weil es eine andere Textur, Konsistenz hat als normal Tofu. Eine Tofu ist ja immer so voll weich, aber das hier ist sehr zäh. Die Konsistenz ist ein bisschen wie Halloumi-Käse, den man zu lange stehen gelassen hat. Also ähnlich wie eine Sohle, aber sehr scharf. Und apropos scharf, wir haben ja hier noch unser Luxusgut, die Sriracha-Soße. Ich gucke hier auch nochmal aufs Ablaufdatum. 21. Oktober 2023, das ist auf jeden Fall abgelaufen. Ich habe mich so sehr über die Sriracha gefreut, aber das ist grenzwertig. Aber sind ja zum Glück viele Geschmacksverstärker drin, die das alles haltbar machen. Das ist manchmal so ein bisschen der Nachteil. Man kriegt auch teilweise Sachen, die abgelaufen sind. Es gibt ein gewisses Risiko, aber es sind meistens Sachen, die nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum auch noch essbar sind. Ja, die Soße schmeckt noch ganz gut. Haben wir auf jeden Fall Glück gehabt. Kommen wir zu unserem Snack des Tages und zwar
Sochi. Wann laufen die ab? 8. November. Ja, ein paar Tage haben wir da noch. Was ich richtig cool daran finde, ist einfach, dass ich normalerweise im Asienmarkt nicht dazu gegriffen hätte, sondern immer zu den Produkten, die ich kenne. Und dadurch probiere ich auch mal was Neues. Mochi mit Taro-Füllung. Das schmeckt auf jeden Fall sehr gut. Schmeckt einfach so wie Süßkartoffelfüllung. Sehr, sehr geschmeidig, die Füllung. Die Mochi-Konsistenz ist hier aber ein bisschen zäher, weil sie auch sehr dick ist. Aber ist schon gut. So können Reste vom Supermarkt schmecken. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was eure liebste Mochi-Sorte ist. Meine ist schwarzer Sesam. So, jetzt habe ich mittlerweile auch wieder richtig Hunger bekommen und bin schon gespannt auf diese Instant-Glasnudeln. Vermicelli sind ja Glasnudeln, die ich auch noch nie gegessen habe. Mit einer sehr dunklen Soße. Und das Ganze läuft zum Glück auch erst in einem Monat ab. Da habe ich genug Zeit, diese 5 Packungen zu essen. Bei diesen Nudeln brauchen wir auch gar kein Wasser zu kochen, sondern nur heißes Wasser aus dem Wasserkocher. Dann die braune Soße. Schön alles, ich brauche den Geschmack. Die Gewürzmischung und für einige Minuten zudecken. So, die 5 Minuten sind rum. Ich verrühre das jetzt. Noch sieht das nicht so gut aus. Es riecht wieder sehr scharf nach Sichuan-Pfeffer. Es sieht sehr scharf aus. Es riecht sehr scharf. Guten Appetit. Auf jeden Fall mal wieder sehr schön, eine andere Konsistenz zu essen. Glasnudeln gibt auf jeden Fall Abwechslung. Die Schärfe ist erträglich, aber es ist wieder Sichuan-Schärfe. Nicht meine Lieblingsschärfe. Ich weiß, ich sollte mich glücklich schätzen, dass ich überhaupt eine ganze Packung Instant-Nudeln bekommen habe. Aber ich wünschte, es wären andere. Ganz ehrlich. Also es ist essbar auf jeden Fall. Lecker und essbar, aber wir wissen, es gibt viel bessere auf dem Markt. Hauptsache, ich werde jetzt satt. Ich esse und esse, irgendwie wird es gefühlt nicht weniger, es wird nur schärfer, die Lippen bleiben betäubt. Aber ich bin schon fast satt. Was ich aber sagen wollte, durch die letzten Tage haben wir ja einiges an Lebensmittel angesammelt. Und ich glaube, es reicht noch für morgen. Und morgen werde ich auf jeden Fall versuchen, die ganzen Reste auch mal zu kombinieren und zu mixen. Und was Neues daraus. So Leute, willkommen zu Tag 4. Das ist noch, was wir an Resten übrig haben, die wir gerettet haben. Und es ist eigentlich noch eine ganze Menge. Deswegen sehe ich es heute nicht als notwendig, dass wir für die Challenge nochmal irgendwie rausgehen und eine Rettertüte suchen. Sondern wir arbeiten mit dem, was wir haben und versuchen auch mal zu mischen. Wobei ich das als sehr schwierig sehe. Ich hatte überlegt, Zwiebelringe zu machen, weil wir ja hier Mehl haben. Aber wir haben kein Öl. Ich dachte mir aber als erstes, dass wir das Brot fertig essen. Das ist das Letzte. Und jetzt haben wir ja auch eine Soße. Dann kann ich Chili-Soße drauf machen. Das wird auf jeden Fall lecker. Was aber witzig ist, ich habe euch ja schon gesagt, dass die seit über einer Woche abgelaufen ist. Jetzt habe ich auch noch irgendwas Komisches entdeckt. Es sieht nicht aus wie Schimmel. Es sieht eher aus wie eine Ansammlung, dass es so dickflüssig geworden ist an einer gewissen Stelle. Aber es hat gestern eigentlich ganz okay geschmeckt. Bauchschmerzen habe ich auch nicht bekommen, aber schreibt mal in die Kommentare, wer würde das noch essen. So, bevor wir frühstücken, versuche ich mal diese braunen Teile aus der Soße rauszukriegen. Die sind wirklich nur hier oben. Ihr kennt ja vielleicht diese Regel bei Sachen, die über den Mindesthaltbarkeitsdatum sind. Da muss man einfach riechen, schmecken und sehen, den Test bestehen. Es hat geschmeckt. Ich glaube, ich kann es nicht mehr essen, weil es riecht auch nicht mehr gut. Und dann habe ich es auch noch gesehen. Ich weiß nicht, was gestern in mich gefahren ist. Wahrscheinlich so euphorisch. Ja, es riecht absolut schlecht. Es riecht sogar ein bisschen müffelig und säuerlich. Oh mein Gott, was habe ich gestern getan? Daumen nach oben für meinen guten Magen, der alles für euch durchmacht. Ja gut, dann gibt es mal wieder Brot mit nichts, aber immerhin ist es sehr knusprig. Aber an Tag 4 irgendwie auch nicht mehr so lecker. Wenigstens habe ich noch ein paar Vitamine. Okay Leute, heute früh war ich noch pessimistisch, aber mittlerweile ist mir was richtig Cooles eingefallen. Wir werden jetzt gekochte Kartoffeln mit rohen Zwiebeln essen. Spaß! Und zwar ist in diesen Instant-Nudeln ja Chiliöl drin und ich werde die Kartoffeln und Zwiebeln jetzt mit Chiliöl braten. So. Ist das wirklich Öl? Ja, da ist auf jeden Fall Öl drin. Und ich mache das auch nicht allzu heiß, sondern eher mittlere Stufe. Meine Kartoffeln sind ja schon durch und ich möchte ja auch nicht, dass die Paste zu schnell verbrennt.
Schaut mal, wie ölig das ist. Es ist zwar sehr scharf und es brennt, aber ich werde das noch ein bisschen verdünnen im Anschluss dann erst. Sieht irgendwie gut aus. Parallel versuche ich noch etwas richtig Wildes, und zwar möchte ich Zwiebelringe machen. Wir machen einfach so eine Teigmischung aus diesem Mehl und Wasser und dann versuche ich das in den Airfryer zu machen. Ich habe zwar nach Rezepten geguckt und immer braucht man mindestens 3 Esslöffel Öl, aber vielleicht klappt es auch ohne. Konsistenz sieht sehr gut aus. Ich würze den Teig sogar noch ein bisschen mit der Gewürzmischung. Das wird geschmackvoll. So sieht unser Experiment aus. So, meine Kartoffeln sind fertig und mir ist aufgefallen, dass noch voll viel Restöl drin ist. Und ich werde jetzt hier einfach auch Zwiebelringe reinschmeißen. Vielleicht klappt das hier drin ja nicht so gut. Das hier könnte aber klappen. Ich habe jetzt noch sehr viel flüssigen Teig hier und den Trick habe ich jetzt von Dirks Mutter. Wenn flüssiger Teig übrig bleibt, einfach auch mit braten. Und das sieht ja auch ganz gut aus hier. Wow, wow. Das sieht gut aus. Jetzt gucken wir mal, wie es hier drin aussieht. Oh mein Gott. No. Oh mein Gott. Ich hoffe, das kann man nicht mehr essen. Schade. Mir hat wohl das Öl gefehlt. Wenigstens hatte ich meine Notlösung und da ist ein Ring richtig gut geworden. Ne, 2. 3. Reste essen macht auf jeden Fall erfinderisch. Ob es gut schmeckt, ist dann noch die andere Sache. Oh, sehr, sehr scharf. Oh mein Gott. Aber sehr geschmacksintensiv und schon mal besser, als es in so wässriger Form zu essen. Da war es zu scharf. Zwiebelring. Mmh. Ist das lecker. Auch sehr scharf wegen dem Öl, aber ich bin froh, dass ich das gemacht habe. Probieren wir noch unseren Pancake. Man schmeckt definitiv raus, dass ich hier noch ein bisschen Salz reingemacht habe. Es ist sehr neutralisierend, während ich das hier alles esse. Passt gut. Ist so, als ob ich Brot zu meinen Kartoffeln essen würde. Aber jetzt mal Real Talk. Ich bin sehr dankbar, dass ich in meinem Leben bisher nicht so krass improvisieren musste. Ich liebe einfach meinen vollen Vorratsschrank, meine riesige Gewürztruhe, meine ganzen Öle. Einfach ein Segen. Ich meine schon allein, dass ich einen Airfryer besitze und so, ne? Das ist auch nicht selbstverständlich. Wobei der Airfryer heute nicht so krass geholfen hat. Schreibt mir aber gerne in die Kommentare, ob euch etwas zu diesen ganzen Zutaten eingefallen wäre. Welches Gericht hättet ihr gemacht? Und sagt mir nicht, ihr hättet aus Erdnüssen eigenes Öl gepresst. Bleibt realistisch. Okay, Tag 5. Ich habe tatsächlich noch meine Reste richtig gut verwerten können. Habe aus den Zwiebeln und den Kartoffeln eine Gemüsebrühe gemacht, das Salz von den Instant-Nudeln reingemacht und dann halt noch Glasnudeln. Sieht ein bisschen aus wie bei meiner Mutter. Die macht nämlich auch voll oft Glasnudelsuppe. Aber es sieht halt nicht so appetitlich aus wie bei meiner Mutter. Aber es schmeckt wirklich, wirklich gut. Also in der Gewürzmischung ist genug Glutamat drin gewesen. Davon konnte ich mir sogar einen ganzen Topf kochen für heute. Und momentan bereite ich mich auf etwas Krasses vor. Denn die krasseste Methode, Supermarktreste zu essen, ist das Containern. Zur Erklärung, Containern bedeutet wirklich, dass man aus den Müllcontainern der Supermärkte Essen rausnimmt. Denn wie ihr euch sicherlich denken könnt, müssen Supermärkte halt auch mal dann ihre abgelaufenen Sachen oder schlechten Sachen wegschmeißen. Und dafür haben die halt einen riesen Container. Und der steht meistens frei, vielleicht auch geschlossen. Und es gibt in Berlin eine riesen Community, sag ich mal. Habe ich gerade recherchiert, die regelmäßig Containern geht. Ich habe hier erstmal einen Blog gefunden, um zu schauen, ob das Ganze legal ist in Berlin. Ich weiß eigentlich, dass es illegal ist, denn ich habe bei Pocket Money gearbeitet und dort haben wir auch schon recherchiert und wir konnten halt nie Containern machen. Allerdings, in Berlin ist es wirklich so eine Grauzone und niemanden juckt es. Hier steht auf jeden Fall, niemand wird dich verhaften, niemand wird die Polizei rufen oder sowas. Die Mitarbeiter werden eher so sich umdrehen und so tun, als ob sie nichts sehen würden. Und hier ist tatsächlich auch die Rede davon, dass Containern in Berlin eine Goldmine sein soll. Deswegen möchte ich mir das Ganze mal anschauen und habe sogar
eine perfekte Karte gefunden aus Berlin mit den ganzen Supermärkten und den Tipps dazu. Zum Beispiel steht hier, dass der Supermarktcontainer frei erreichbar ist. Also man muss jetzt nicht über Zäune klettern oder auf Privatgelände gehen. Also es gibt schon Tipps, auf welchen Supermärkten es super, super einfach ist. Und heute Abend werde ich mich auf den Weg machen und gucken, ob das wirklich so eine Goldmine ist. Ich mache mich jetzt auf den Weg zum Containern und ich habe ja heute diese Webseite entdeckt und war noch super euphorisch. Habe mir das Ganze aber nochmal angeschaut und sie wurde jetzt nicht oft aktualisiert, sage ich mal so. Da sind super viele Einträge von 2016, 2019. Ich habe jetzt 2-3 Supermärkte gefunden, wo es Aktualisierungen noch in 2023 gab. Also da bin ich sehr hoffnungsvoll und wir machen uns jetzt auf den Weg zu einem dieser Supermärkte und schauen uns den Container an. Ich bin ehrlich, ich habe auch ein bisschen Schiss, weil es wäre schon unangenehm, erwischt zu werden. Also auch wenn es den Mitarbeitern egal ist, ob ihr Müll geklaut wird oder nicht. Es ist auch sehr dunkel. Es ist 22.30 Uhr. Zum Glück kommt jemand mit. Okay Leute, ich bin jetzt bei einem Netto-Parkplatz. Es ist alles sehr, sehr dunkel, aber hier gibt es keine Zäune oder so. Und auf der Webseite war die Rede von einer schwarzen Mülltonne, wo so Restmüll drin ist und 2 Biomülltonnen. Und ich glaube, ich habe die auch schon gerade entdeckt. Oh mein Gott, das fühlt sich so illegal an, was es ja auch ist. Also es ist nur illegal zu klauen, nicht sich das anzugucken. Okay, hier sind 2 blaue Mülltonnen und eine verschlossene Tonne. Hier steht nicht für den menschlichen Verzehr. Oh, ja, da sind auf jeden Fall Reste drin, Blumen. Aber es sieht definitiv nicht mehr verzehrbar aus. Sieht genauso aus wie mein Müll. Auf der 2. Tonne steht Schraden-Biogas. Geil. Will ich ja jetzt unbedingt öffnen. Und hier ist auch eigentlich nur so Papiermüll drin. Da ist auch eine Orange und eine Kartoffel. Aber es sieht auch nicht mehr verzehrbar aus. Also doch nicht so eine Goldmine, wie das im Internet so angepriesen wird. Ich habe es versucht, aber da ist wirklich nichts drin. Ihr habt es gesehen. Aber hinter mir hier habe ich etwas Abgeschlossenes entdeckt. Habe mal kurz durch den Ritz geguckt und da sind auch viele Mülltonnen. Aber man kommt hier nicht rein. Vielleicht ist dort quasi die gute oder bessere Ware, die man jetzt nicht mitnehmen soll. Was mir das Ganze auf jeden Fall gezeigt hat, ist, es ist möglich. Es ist aber auch eine Glückssache. Heute hatten wir wirklich nur schlechte Sachen drin. Und an dieser Stelle möchte ich natürlich auch erwähnen, dass ich euch nicht zum Containern ermutigen möchte. Ich wollte euch nur zeigen, wie es ist, wenn man es probieren würde. Aber vergesst nicht, dass das Ganze nicht ganz so legal ist. Okay Leute, ich bin jetzt vom Containern zurück. Die 5 Tage sind auch jetzt vorbei. Und was ich abschließend sagen kann, ist, dass es sich auf jeden Fall lohnt, mal Lebensmittel zu retten bei den Supermärkten. Stellt euch mal vor, ich hätte das auch noch mit den ganzen Sachen, die ich zu Hause habe, kombiniert. Dann wären echt geile Gerichte entstanden. Und wenn wir uns mal den Preis anschauen, sind wir auch richtig gut weggekommen. Ich habe insgesamt 12,20 Euro ausgegeben für 5 Tage. Also ihr könnt Lebensmittel retten und gleichzeitig auch sparen. Ich hoffe, dieses Video hat euch irgendwie inspiriert. Wenn ihr noch mehr Tipps habt, schreibt sie gern in die Kommentare. Nicht nur für mich, sondern auch für die anderen Zuschauer. Und dann würde ich sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, falls ihr das immer noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Folgt mir auch gerne auf Instagram und TikTok, wenn ihr mich vermisst. Bis dann!